Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren wundervollen Part Legend of Azun. Es ist wieder 8000 Jahre her, seitdem ich gespielt habe. Ich war im Urlaub, dann war ich krank, ein paar Tage kamen gar keine Videos, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und ja, ich weiß noch, dass wir im letzten Part den stärksten Mann der Welt besiegt haben, und zwar mit den dreckigsten Tricks der Welt. Und das war unser Ding. Und dann möchten wir hier rein und hier Dingen suchen. Diese Selena, diese Magierin. Keine Ahnung mehr, was wir von ihr wollen. Bin überhaupt nicht mehr in der Story, aber wir haben einen Teil unserer selbst verloren, das weiß ich noch. Und wir wollen natürlich auch zum Fürsten, weil das ja eigentlich der Grund ist, warum wir auf dieser Insel sind. Deswegen, das ist unser Ziel. Er war weggerackt, den Typen. Okay, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich meine, ich war hier noch gar nicht. Wir können auch ein bisschen klauen, bestimmt. Noch geile 2 Lernpunkte. Ah, jo, ich will ja auch noch mal in Zweihand skillen, ne? Oder in Stärke. Was war mir wichtiger, Zweihand oder Stärke? Wir haben jetzt natürlich die Berserker-Axt, die übel geil ist. Das heißt, vielleicht eher Stärke. Oh, und jemand hat mir auch was geschrieben zu dem Trank der Geistesveränderung. Das war wichtig. Ich glaube, nur wenn das Leben voll ist oder so, soll man den trinken. Ich weiß nicht mehr genau, aber wir machen das einfach mal. Nachdem wir ein Bett gefunden haben, geschlafen haben oder so. Jo, was geht hier ab? Hallo? Wo willst du hin? Wollte mich nur mal umschauen. Das ist die Eisenmine und nur mit Wulfgars Erlaubnis betretbar. Solange du nicht zu uns gehörst, hast du hier nichts zu suchen. Und jetzt verkrümmel dich. Sehr gut, Bruder. Ich höre, das Spiel ist nicht zu leise. Ich glaube, es waren noch die Dream Drop Distance Einstellungen drin. Was ich heute auch noch aufnehmen werde, weil ich habe gar keine Videos und muss übel viel aufnehmen. Das heißt, wir werden ein Weilchen unterwegs sein. Aber ich habe auch richtig Bock. Wird auch richtig... wird auch richtig geil. Sorry, kurz abgeleckt. Natürlich, ich habe hier auch was zu trinken stehen. Wieder alles verschüttet auf meine Maus. Sehr gut. Aber dann wundere ich mich, warum die nicht funktioniert. Man kennt's. Scheiße, wartet mal, Leute. Och, Mann. Ja, was wollten wir nochmal von dieser Selena, von dieser Magierin? Weißt du, war voll kontrovers, dass eine weibliche Magierin ist? Unser Charakter oder so, Bruder. So die Scheiße. Kann ich das Zeug eigentlich mitnehmen oder eher nicht so? Stört euch das, Jungs? Ich nehme mal was mit, ne? Ja, vor allem den schweren Ast, den brauche ich. Das alles andere ist aufgemalt, okay. Handelt der Kerl eigentlich mit mir? Nö. Okay. Wahrscheinlich, weil ich keiner von ihren Jungs bin. Oh, ein Lederbeutel, geilo. Steht hier irgendwas Interessantes? Nichts, was wir noch nicht kennen. Okay. Du bist nicht Selena, du bist Tyras. Aber mit dir habe ich nichts zu bereden. Da ist Selena. Hey. Karador gab mir einen Brief für die Magierin namens Selena in diesem Tempel. Bin ich da bei dir richtig? Ein Brief an mich gerichtet? Lass sehen. Das interpretiere ich einfach mal als Zeichen der Zustimmung. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Habe ich komplett vergessen. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber du wirst es mir sicher gleich sagen. Karador nimmt alles immer gleich so persönlich. Jetzt schreibt er gleich so wichtig und abgehoben. Das war notwendig, um hier überhaupt reinzukommen. Aber was meint er überhaupt? Habt ihr Magier hier was gefunden? Nun, das könnte man so sagen. Irgendwas findet man hier immer. Ah ja, die Wurfmesser, ne? Ich habe hier ein Wurfmesser bei mir. Als eine Gruppe Kämpfer und Rekruten das Buch aus dem Sumpftempel mit den Magiern zur Akademie bringen sollten, fand ich das Messer im Rücken einer Leiche stecken. Willst du damit jetzt angeben? Ich will wissen, woher es stammt, wer es benutzt hat und vor allem, wo dieses verfluchte Buch jetzt wieder ist. Da ich keine weiteren Anhaltspunkte habe, muss ich an dem Ort anfangen, wo man ohne große Vorschriften mit allen möglichen Waffen umgeht. Und da fragst du eine Magierin. Wir haben es nicht so mit Schwertern oder Äxten, falls du das noch nicht bemerkt haben solltest. Ist mir aufgefallen. Der Brief von Karador an dich war da jedoch Mittel zum Zweck, um mich hier hineinzubringen. Da liegt es auf der Hand, bei wem ich anfange. Dann geh rum und frag die wichtigen Leute hier im Tempel. Mehr kann ich dir da auch nicht sagen. Ja gut.
jetzt komisch, wenn sie jetzt mehr wüsste über das Messer. Aber stimmt, wir müssen immer noch dieses Buch zurückfinden, zurückbekommen. Das ist die Hauptstory. Das dreht sich irgendwie alles um das Buch. Wir gehen in den Sumpf für das Buch, holen es aus dem Tempel und dann suchen wir das Buch nochmal, weil es überfallen wurde. Kann ich euch irgendwie helfen? Beherrschst du die orkische Schrift und kannst du sie entziffern? Nein, leider nicht. Dann kannst du mir auch kaum helfen, aber frag die anderen Magier. Die eine oder andere Hau-drauf-Aufgabe wird wohl dabei sein. Na klasse. Jetzt reicht es aber. Was habt ihr so Wichtiges gefunden, was niemand wissen soll? Fang du doch nicht auch so an. Eigentlich sind wir ja hier, um uns den Tempel anzusehen und die Geschichte zu verstehen. Das verlief immer ohne große Zwischenfälle. Wulfgar und die anderen ließen uns machen und wir bezahlten dafür. Zumindest bis zu dem Moment, als wir eine Wand eingerissen haben und die Decke herunterkam. Die Decke kam herunter. Was habt ihr getan? Das war nicht mal geplant. Wir setzten nur Magie ein, für die das Gemäuer offenbar nicht geschaffen war. Das führte dann zu einem Einsturz. Ich glaube, Wulfgar war darauf in keiner guten Verfassung. Aber nicht doch. Er war gewiss hocherfreut, sowas zu hören. Ja, wir hatten dabei eine Art Tunnel oder Nebengang freigelegt. Er führt durch den Fels irgendwo ins Gebirge südlich von hier. Südlich von hier? Südlich von der Stadt oder was? Weiß ich nicht. Aber es gab deswegen einen ziemlich großen Wirbel wegen der Sache. Das dürfte eher am gefundenen Tunnel liegen und wohin der führen könnte. Die paar Steine, die ihr da losgetreten habt, waren dazu noch überschaubar. Wovon sprichst du? Lieber Himmel, mit sowas kann das politische Gleichgewicht dieser Insel empfindlich gestört werden. Und du hast es nie für nötig gehalten, das Karador zu berichten? Denk doch mal nach, bevor du gar nichts unternimmst. Ja. Wo liegt dieser Tunnel überhaupt? Da musst du von der Hauptebene aus diese steinerne Treppe hinab nach unten. Am Ende ist auf der rechten Seite der Durchgang. Der ist momentan jedoch abgesperrt und ohne Wulfgars Genehmigung wird da auch die nächste Zeit niemand mehr passieren. Was gibt es über den Tempel zu wissen? Die Orks haben ihn erbaut. Lange bevor die Menschen einen Fuß auf die Insel gesetzt haben. Da er doch sehr gut erhalten ist und die Architektur von den üblichen Werken abweicht, schätzen wir ihn deutlich jünger ein als die meisten anderen Bauten. Was für andere Bauten? Außer den doch ziemlich verfallenen Sumpftempel existiert doch fast nichts mehr. Nein, fast alles wurde nach Kriegsende von den Menschen ausgeschlachtet und zerstört. Aber es existieren nach wie vor primitive Aufzeichnungen und Bilder darüber, hauptsächlich in diesem Tempel. Und wieso wurde ausgerechnet dieser nicht zerstört? Wer weiß das schon? Wir noch nicht. Er muss über Jahrzehnte einfach nur leer gestanden sein. Niemand interessierte sich dafür. Niemand, obwohl nahezu jeder ihn einmal sah oder zumindest davon gehört hat. Es ist ein wunderschönes Denkmal. Jetzt dient er Wulfgar für einen höheren Zweck. Die Geschichte des Tempels haben wir auch schon mal von Tyras gehört, glaube ich. Hat er auch sowas gesagt, wie das sein Ork-Tempel war? Okay, ich darf mir hier nichts nehmen, cool. Hätte ich mir vielleicht denken können. Aber ja, okay. Na warte, du dreckiger Dieb. Ich kann bestimmt die Alchemiestation benutzen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir können keinen Stärketrank machen, ne? Juckt das eigentlich jemanden, wenn ich hier was nehme? Also sehen die das überhaupt? Dreckiger Dieb. Ja, leider schon. Der drüben. Der hat das gesehen, ist klar. Ganz sicher hat er das gesehen. Ja, ich muss leider neu laden, weil... ich finde die Mod wirklich, wirklich gut gelungen. Und ich könnte vielleicht eher schon sagen, das eigene Spiel hier finde ich sehr, sehr gut gelungen und sehr, sehr cool. Als Bestrafungsding finde ich zu krass. Dass du halt nicht nur Geld abgibst, wenn du beim Verbrechen erwischt wirst, sondern auch Erfahrungspunkte. Das ist mir ein bisschen zu krass. Oh, ich kann nicht mal Heiltränke machen, okay. Aber ich habe auch genug, alles easy. Ich glaube, ich habe auch schon... alles an Stärke gefressen, ne? Ja, gut. Ja, okay. Wir müssen jetzt hier nicht jedes Buch lesen, glaube ich. Kann ich hier rein? Ah, ja. Ja, dann machen wir das mal wieder zu. Nehmen uns noch ein paar Dinge mit. Entweder sehen die uns trotzdem durch die Wand. Na, warte, du Träger. Natürlich. Okay. Ich lasse meine Griffel einfach bei mir, Leute. Ich lasse meine Griffel einfach bei mir. Ist okay. Nehmen wir uns keine schöne Schreibfeder mit. Ist in Ordnung. Sich ein.
Dann können wir einfach mal weiter rumfragen nach dem Messer. Warum sind wir eigentlich hier? Steht hier irgendwas Interessantes? Weil es so krass ist. Pfeilherstellung. Nehmen wir gewöhnlichen Pfeil und Bolzen. Explosionspfeiler. Ja, juckt mich eher nicht. Muss ich zugeben. Was macht das hier? Klingt, als würde irgendein Tor aufgehen. Oh, jetzt kommen wir hier rein. Das ist ja spannend. Also nur richtig stark nach einem Orkschen-Tempel aus. Mit Teleporter sogar. Krass. Und mit der Lava scheint eine Schmiede zu sein. Funktioniert nicht. Okay. Übel krass. In der richtigen Reihenfolge nutzt, bewegen die kleinen Räder den großen Ork. Doch sei gewarnt, denn der Rest ist unleserlich. Oh, ein Rätsel also. Was ist damit? Funktioniert nicht. Okay. Wir müssen die richtige Reihenfolge finden. Ich bin mir sicher, die Teleporter bringen uns in ähnlich aussehende Räume, oder? Oh nein! Die Teleporter bringen gar nichts. Okay. Ja gut. Das sind zwar die klassischen Gothic 2 Teleporter, aber hier bewirken die wirklich nichts. Die kleinen Räder, also links und rechts und irgendwo muss noch so ein Teil rumliegen. Das ist gerade übel laut auf mein Ohr, warte mal. Spannend. Oh, ja. Das lasse ich mal in Ruhe, wenn das nur geknackt werden kann. Hat der mir was zu sagen? Nee. Weil das ist ja ein Schmied. Ich meine, wenn ich ihm ein Messer zeige, dann kann er mir vielleicht mehr sagen. Aber vielleicht auch nicht. Hat einer von euch hier einen Namen oder so? Nö. Alles nur random Berserker. Ist der Typ wichtig? Nur ein Mönch, okay. Hm. Starker Wachholder. Yo. Du siehst nicht gerade wie einer von Ajax Berserkern aus. Wer bist du? Ich bin der gute Damuel. Als einfacher Butler habe ich angefangen und hier den Magier noch auf ihre Ausgrabung geholfen. Da gab es die freie Lage noch nicht, musst du wissen. Erst, dass wir uns hier mit den verschiedensten Menschen dauerhaft niedergelassen haben, wurde es hier richtig interessant. Dann warst du also vor Wulfgar hier? Mein lieber Junge, ich war nicht nur vor ihm hier. Ich war vor ihm der Sprecher für all jene, die das hier mit aufgebaut haben. Du warst der ehemalige Anführer des freien Lagers? Klingt das so ungewöhnlich. Es gab zwar noch nicht viel zum Verwalten, aber ja. Nur weil die meisten sie nie gekannt haben, gab es doch eine Zeit vor Wulfgar. Jetzt bin ich nur noch dafür verantwortlich, dass in der Eisenerzmine alles rund läuft. Das hört sich nicht so an, als ob dir das gefallen würde. Alles hat irgendwo etwas Gutes und was Schlechtes. Aber irgendwann sollte jeder einmal abtreten. Als ich ihn mit seinen Männern hier ankommen sah, wusste ich, dass er unsere Sache fortzusetzen vermag. Jetzt helfe ich zwar immer noch, wo ich kann. Aber diese Mine wird mit den alten Kumpels von damals meine letzte große Sache sein. Hm. In die Mine dürfen nur Wulfgars Leute rein? So wurde es festgelegt. Ja, warum? Wen man in den Tempel lässt, kann man doch auch in die Mine lassen. Nein, wer in meiner Mine wo was ausgräbt, ist meine Sache. Dort gibt es nichts von Wichtigkeit zu sehen und die Magier sollten da nicht rein. Ich habe lange genug für sie gearbeitet, um zu wissen, dass deren Ausgrabungssystem nicht zu unserem Schürfsystem passt. Und Rekruten lasse ich da bestimmt nicht rein. Mich wundert es schon, wie du hier ungestraft im Tempel herumlaufen darfst. Tja. Kann ich bei dir Erz eintauschen? Nein. Aber wenn wir einen Schmied hätten, würde ich dich zu ihm schicken. Doch dummerweise hat es unseren bisherigen erwischt und seitdem steht die Schmiede leer. Sofern du denn
irgendwann mal in unsere Mine darfst. Versteht sich. Ich habe hier bestimmt schon 2 Schmiede gesehen, als ob die da keinen abstellen können. Was gibt es über diese Mine zu wissen? Oh, die Eisenerzmine ist die wichtigste Einnahmequelle des freien Lagers. Fast jeder auf der Insel braucht Stahl und die Schiffe fahren nicht mehr. Wie tragisch doch für die Stadt, nicht wahr? So werden sie auch alles bei uns kaufen müssen. Moment mal, die Stadt, also Vertreter des Fürsten, kaufen euch Stahl ab? Sie müssen. Alles dreht sich doch darum, dass wir hier unabhängig sein wollen und die Städter nicht. Binnen jeden Mondes soll die Kolonie, also Sun, Abgaben an die Krone entrichten. Das sind natürlich Goldbarren, aber auch Nahrung, Kleidung und Stahl oder Erzeugnisse aus Stahl. Eben fast alles, was hier produziert wird. Ich kann mir schon denken, wo das Problem liegt. Auf Asun gibt es fast alles, nur offenbar kaum Eisenerz. Als im lalvanischen Kernland die Nachfrage nach Stahl wuchs, war wohl niemandem klar, dass Asun die Forderung nicht bedienen kann, ohne es von irgendwoher kaufen zu müssen. Mit den fahrenden Händlern im Hafen war das weniger ein Problem. Aber jetzt, wo der Schiffsverkehr zusammengebrochen ist, jetzt wird die Stadt quasi dazu gezwungen, denen den Stahl abzukaufen, die noch auf der einzigen Quelle sitzen. Und das ist ausgerechnet ihr größter Konkurrent. Wie konnte denn nur sowas passieren? Niemand hat behauptet, dass die auf dem Festland sonderlich klug sind, oder? Ich weiß nicht mehr, wer damals die Forderung gestellt hat, aber sie sollte schnellstens widerrufen werden. Wer arbeitet alles in der Mine? Nun, das sind fast alles Leute von früher. Früher? Vor Wulfgars Zeit. Die meisten, die gerade nicht kämpfen wollen oder können, unterstützen das Lager auf diese Weise. Fast alle von denen kennen sich schon seit Jahren untereinander. Da läuft die Mine praktisch von selbst. Was muss ich tun, damit du mich in die Mine lässt? Für mich musst du nichts tun. Schließ dich einfach dem Lager an. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Ah, die anderen würden mir den Kopf abreißen, würde ich das tun. Außerdem besteht Wulfgar auf sein Vorrecht, Erlaubnisse für die Mine zu erteilen. Jetzt gib dir doch mal einen Ruck. Ich glaube kaum, dass dir jemand den Kopf abreißen wird. Du hast selbst herausgestellt, wie wichtig du bist und dass du das Lager mitgegründet hast. Du lässt nicht locker, was? Also gut, ich lasse dich in die Mine unter einer Bedingung. Ich werde dich in die Mine lassen, sobald du das Goldschürfen einigermaßen beherrschst. Das Schürfen von Gold ist dem des Erzhackens ziemlich ähnlich, erfordert jedoch mehr Feingefühl als Kraft. Und wie soll ich dir das beweisen? Ich erkenne sofort an der Körperhaltung eines Mannes, ob er noch blutiger Anfänger ist oder sein Handwerk schon mindestens ganz passabel beherrscht. Und zur Untermauerung meiner Einschätzung bringst du mir zusätzlich noch ein paar handfeste Tatsachen. Handfeste Tatsachen? Bring mir ein paar Goldbrocken. Die dürften handfest genug sein. Sagen wir 3 Goldbrocken. Ja, da sehe ich mich nicht. Ich glaube, wir können einen Scheiß schürfen. Ich habe das wirklich nur ein bisschen gemacht, ne? Steht ja leider auch nirgendwo. Aber ich glaube, schürfen ist es nicht unser Ding. Gucken wir lieber einfach mal weiter. Hier können wir noch essen, klar, wenn wir Bock haben, aber da sehe ich uns eigentlich auch nicht. Obwohl, die Äpfel, die will ich haben. Geil. Die Laborwasserflasche auch. Die können wir zum Craften benutzen. Wasser auch. Aber alles andere juckt mich eigentlich nicht, was hier rumliegt. Lederbeutel. Obwohl, wenn mich keiner sieht. Warum eigentlich nicht? Was ist das da? Nur eine Schüssel oder so. Mal gucken, ob er uns sieht, wenn wir hier uns das Zeug nehmen. Ich habe mich heute fast ins Höschen gemacht, Leute, weil ich wollte das Bein aufmachen.
Aber es gab ein Spine-Update, was allerdings nicht durch das normale Spine-Ding kam, sondern... Okay, cool. Bei dem Käse macht... Da ist die Linie. Es ist dann nicht durch das normale Spine-Update, sondern ich musste das Ding komplett neu installieren und ich hatte so Angst um meine Spielstände, ne? Weil ich nie wusste, wo die gespeichert wurden, aber ich dachte mir so, oh komm, machen wir einmal. Ja, habe ich dann auch. Und wir sind trotzdem hier, ein Glück. Alter, echt, das Let's Play ist RIP, oder ich musste alles nochmal neu spielen. Und inzwischen wäre das echt viel, ich glaube, das ist jetzt Folge 60 oder so. Wir sind fleißig dabei, würde ich behaupten. Ja, und vielleicht sollen wir einfach mit diesem Wolfgar reden über den Scheiß. Hallo. Was machst du hier? Ich bin Ramsus und untersuche im Namen der Akademie diese Ork-Statuen und Statuetten. Des Weiteren finde ich die Ornamentsäulen besonders interessant. Aber sei hier vorsichtig. Rühr auf keinen Fall diese goldene Truhe an. Die ist mit einer tödlichen Falle versehen. Schon was rausgefunden? Derweilen konnte ich nur wenig darüber herausfinden. Die Orks sind eine recht primitive Rasse. Wahres Kunstgefühl ist bei ihnen nicht wirklich ausgeprägt. Und trotzdem errichten sie diese Statuen und huldigen solchen Statuetten. Es interessiert mich brennend, warum ihnen diese Dinger so wichtig sind. Ich habe hier schon ein wenig an den Ornamentsäulen herumgedreht, aber es ist nicht viel passiert. Du kannst es ja selber mal versuchen. Aber sei vorsichtig. Wenn du die Säulen in der falschen Reihenfolge drehst, dann taucht bei mir ein Ork-Skelett auf. Ich habe es nach einigen Fehlversuchen aufgegeben, da mich die Kämpfe fast umgebracht hätten. Ist ja nice. Welche Kombination hast du versucht? Nun, ich begann mit der Säule an der fallenden Rampe. Doch womöglich ändert sich der Mechanismus mit den Aktivierungen. Und es ist noch nicht bekannt, ob dies bereits alle Säulen sind. Gab es auch Säulen in dem anderen Ding? Keine Ahnung. Komm, wir drehen einfach mal ein bisschen dran. Okay. Das hat schon mal Klick gemacht. Hier hat es auch Klick gemacht. Okay. Problematisch. Da ist das Ork-Skelett. Gib mir natürlich keine Erfahrungspunkte, weil es hier immer spawnt. Hat aber immer geile Knochen eines Skeletts, wenn man die hier farmen will. Ja. Wir gucken mal, vielleicht finden wir noch mehr von diesen Säulen. So dass es sich lohnt, das nochmal auszuprobieren. Hi. Ich gehe jetzt hier rein. Tschö. Stört das irgendwen, wenn ich hier rumhänge? Beobachtet der Kerl mich? Nö. Rechts, 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 rechts. Okay, nur rechts. Geil. Nochmal speichern für das 38. Mal in diesem Part. Und dann probieren wir es nochmal hier. Rechts, rechts, links, fuck, rechts, links, links, rechts, nein, rechts, links, 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 rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, links, links, rechts, okay, jetzt habe ich's. Eine gute Schreibfeder. Boah, viele Schreibfeder wir hier finden, Leute. Riech, Gelehrten. Ach so, wir können mal was ausprobieren. Ich schlafe hier mal, damit wir auf jeden Fall volles Leben haben. Und dann trinken wir mal diesen Scheiß. Aber ich speichere erstmal. Ich fühle mich kein bisschen anders. Scheint wohl sonst keine Auswirkungen zu haben. Okay. Außer, dass wir jetzt fast tot sind. Nochmal schlafen. Sind wir irgendwie krasser geworden? Nö. Okay, keine Ahnung, was soll's. Ich hatte diesen Kommentar, ich weiß aber nicht mehr unter welchem Video er war, deswegen habe ich ihn jetzt nicht extra rausgesucht. Aber im besten Fall kriegen wir jetzt irgendwelche Stat-Boosts irgendwann. Rechts, 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 links. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Weiß nicht, ob es sich so sehr lohnt, hier überhaupt noch zu klappen. Wir haben einiges an Geld.
Also, I don't know. Rechts, links, rechts. Geile 12 Münzen. Stark auf jeden Fall. Wie viele Dietriche habe ich überhaupt? Können theoretisch... Hab noch 39, das ist gar nicht übel. Wir können aus Spaß die Lederbeutel hier öffnen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Stark. Vielleicht brauchen wir noch für irgendwas krass viel Geld, für eine Rüstung oder so. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Okay, das ist nicht mal verschlossen. Da sind aber auch nur zwei Brote drin. Schmeckt. Gucken wir mal hier rein. Brot und Bier. Was braucht ein Mann mehr? Okay, aber anscheinend finden wir hier nichts allzu Interessantes wegen dem Messer. Was steht eigentlich hier im Questlog? Diese Frau ist nicht wirklich was für mich. Auf die Idee, die große Nummer im Lager nach dem Wurfmesser zu fragen, wäre ich auch selbst gekommen. Vorher sollte ich noch zu Flint. Oh, okay. Ich sollte noch zu Flint. Ja, dann lass mal gleich rausgehen. Aber ich gucke mich weiter hier erstmal um. Dann können wir hier noch alles klauen eigentlich. Wenn ich schon mal hier bin, komm. Nehmen wir uns mal das Zeug. Okay, einfach nur einmal nach rechts. Cool. Hätte ich jetzt daran einen Dietrich verloren, ne? Hätte gekotzt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, okay. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Richtig gemein, die Truhe. Boah, Rohstahl und so, geil. Brauche ich nicht Rohstahl für irgendwas? Achso, für die Nietenrüstung oder was? Dafür brauche ich das. Der geile Geißler. Und den Apfel habe ich schon erspäht. Lecker. Oh, geil, noch mehr Äpfel. Ich werde die alle fressen, Leute. Hoffentlich kriegen wir nochmal einen Stärkepunkt dafür. So, was haben wir hier? Wow, die Truhe ist einfach... War ich hier schon? Ne, ich glaube, die ist einfach nur leer. Okay. Gut, dann reden wir mal mit diesem Flint. Hören wir nochmal mit Flint, sagen ihm, was Sache ist. Und vielleicht hat er ja noch eine geile Idee, bevor wir uns hier weiter oben umgucken. Und dann kann ich ja theoretisch nochmal nachschauen, ob da unten auch noch irgendwelche Säulen sind. Also richtige Säulen und nicht nur diese Winden. Der Typ ist immer noch angeschlagen. Eigentlich können wir den auch sterben lassen, so aus Spaß. Aber lass mal nicht machen. Hier ist noch Selena. Alter, nicer Hut. Hell yeah. Ich hätte auch gern einen Zauberhut. Das ist ja dieser Rustom. Da schon freiwillig hin? Unser Tempel ist schon beeindruckend, was? Nun, mit imposanten Bauwerken kann man mich kaum noch beeindrucken. Ist aber auch einerlei. Erledigen sich von selbst. Ich bin nicht wegen des Tempels hier, sondern deswegen. Sieht interessant aus. Wo hast du das her? Das habe ich einem der toten Kämpfer, die du mal zur Akademie geschickt hast, aus dessen Rücken gezogen. Bitte was? Ich habe deine Leute gefunden. Die Truppe, die das Buch aus dem Tempel zur Akademie bringen sollte, wurde komplett aufgerieben. Überlebende gibt es keine und das Buch ist verschwunden. Das liegt doch auf der Hand. Eines der gefundenen Wurfmesser ist noch der beste Anhaltspunkt auf die Verantwortlichen, den ich momentan habe. Das kam überraschend. Ich werde das erstmal verdauen müssen. Aber was soll ich jetzt mit diesem Messer? Im freien Lager werden doch alle möglichen Waffen benutzt. Kennst du Leute, die solche Messer zum Werfen benutzen? Ich kenne Leute, die sie zum Essen benutzen. Aber nein, ich kann damit nichts anfangen. Worin oder Ajax würde ich mal fragen. Die Schmiede hier im Lager könnten auch was wissen. Weit und breit. Worin oder Ajax, okay. Der kann mir nur ein Hand beibringen, ne? Juckt mich gar nicht. Verblödeten Stadtpinkel Steuern zahlen. Gut, mit dem Schmied habe ich schon probiert zu reden, aber ich schätze, wir können das nochmal machen. Vielleicht geht das ja jetzt. Oh, yo. Ich brauche deine Hilfe. Dieses Wurfmesser habe ich gefunden, als ich... Ich habe hier zu tun. Siehst du das nicht? Also was auch immer du hast, es muss warten. Wurfmesser kann ich dir außerdem keine herstellen, falls du darauf hinaus willst. Okay. Oh, ups. Jetzt kann ich aber hier nochmal gucken. Ist hier da noch irgendwas?
Nee, hier sind diese Säulen nicht, das ist ein anderes Rätsel. Ich muss irgendwelche Winden noch finden. Winden finden. Schlägt ihr mich eigentlich zusammen, wenn ich diese Tür hier aufbreche? Warte. Weil, theoretisch, wenn da eine Winde ist, könnten wir ja vielleicht damit weiterkommen. Links, links, rechts, links, links, rechts, links. Juckt dich nicht, ne, Bruder? Korrekt. Ist hier da noch eine Winde? Wir verarschen viele Fleischwanzen. Und eine geile Truhe. Boah, auch so los, das ist so oft in Rollenspielen. So, du hast eine riesige Kiste und da drin sind einfach so fucking 30 Goldmünzen. Überleg mal, wie lächerlich das aussehen würde. Das ist schon funny. Komm, ich nehme mal das Wanzenfleisch mit, warum nicht? Da ist nichts zu holen. Wir sind hier, um zu looten und zu leveln, habe ich gehört. Aber sonst ist hier anscheinend nicht wirklich was. Aber da kann man safe hoch. Oh, und hier ist noch eine Truhe. Verwandlungen in Dork? Nee, Dork rufen, okay. Die göttliche Kraft der Gestör, naja, juckt alles nicht. Ach nee, scheiße. Okay, das ist auf jeden Fall nichts, was mir irgendwas bringt. Also, scheiß auf die Tür. Ich habe gerade gelesen, Tyras hat uns gemerkt und will uns jetzt umbringen, weil wir geklaut haben. Gar keinen Bock auf sowas. Und das Zeug, was da drin war, war es halt nicht mal wert. Deswegen, wir gehen da jetzt erstmal nicht rein. Okay, dann gehen wir mal raus. Obwohl, weiß nicht, soll ich vielleicht den... Nee, da ist ja noch ein Schmied draußen, aber bevor ich ihn frage, gucke ich mich erstmal hier drinnen um, glaube ich. Das ist wahrscheinlich besser. Es gibt bestimmt mehr als diese zwei Säulen hier. Wir müssen auch da nochmal Ausschau halten. Also Säulen und Winden, die brauchen wir. Die müssen wir uns noch angucken. Damit der große Ork sich bewegt. Gibt es hier links noch einen Weg? Oder ist es nur so ein Bullshit-Ort? Naja, aber geradeaus gibt es noch einen Weg. Da gehe ich mal rein. Hi. Hier ist eine nice kleine Statue. Juckt es jemanden, wenn ich hier klaue? Bei jedem Raum gefühlt gucken. Kann ich mir hier was abzwacken, Alter? Okay. Kann ich. Ja, dann gönnen wir uns mal. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Ein goldener Kelch. Geil. Und Muni. Also die Truhe war ein bisschen verbuggt. So, wir gehen nochmal hier hin. Gucken, ob wir da uns noch was mitnehmen können. Geil. Die Äpfel brauche ich. So, nehmen wir jetzt das noch mit. Okay, rechts, 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 links, links. Ja, die Truhen sind hier irgendwie komisch. Weiß auch nicht. So, nehmen wir uns noch die letzte und dann sind wir hier fertig. Links, 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 links. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Rechts. Er macht die nicht so richtig auf, ne? Naja, was soll's. Stark. Der Magier hat nichts gesehen. Bevor ich mal zu Wulfgar gehe, gehen wir mal rechts. Gucken, was da abgeht. Ist hier irgendwer? Hier ist ein Koch. Ah, vielleicht kann ich den abziehen, ohne dass er es merkt. Guter Grog. Links, 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 links. 1, 2, 3, 4, 2. Oh. Ja, Mann. Immer schon Speicher, weil du kannst dich einfach umdrehen. Links, links, rechts, rechts, links. Geil. Oh, die Äpfel und die Dunkelpilze. Darüber freue ich mich besonders. So, ich speichere nochmal. Hier, das Zeug, was hier im Regal ist, ist, glaube ich, nicht so interessant. Wein und so, juckt nicht. Hey, du. Hat er was zu sagen? Nö. Okay.
Ja gut, dann lass mal hier reingehen. Jo. Ach so, mit Alex soll ich ja nochmal reden. Du kennst dich doch mit Waffen aus. Hast du so ein Wurfmesser schon mal gesehen? Ja? Verdammt, ich überlege gerade. Das Messer nicht, aber die Insignien darauf kommen mir irgendwie bekannt vor. Es geht um den überfallenen Trupp, der dieses eine Buch zur Akademie bringen sollte, richtig? Genau. Neuigkeiten verbreiten sich scheinbar schnell. Irgendeiner der Berserker hat mal einen Haufen gebrauchter Waffen mitgebracht. Darunter waren auch zwei Äxte mit dieser R&S-Gravur. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Frag daher mal Oscar. Ich hoffe, er hat sie noch nicht eingeschmolzen und weiß noch, wer sie ihm gebracht hat. Okay, danke dafür. Wollen wir nochmal mit Wolfgar reden? Ach komm, Oscar hat uns ja abgewiesen. Hier nahm also all das hier seinen Anfang. Ich wurde bereits mit dem Lager vertraut gemacht. Du und deine Leute haben gut gearbeitet. Nicht jeder hintergeht Land und König, um seine Visionen wahr werden zu lassen. Ich bin doch beeindruckt von alledem. Vielleicht nicht einmal, weil ich es als richtig empfinde, sondern weil man es für gerecht halten kann. Scheinbar bin ich vieles für die Welt da draußen. Manche sehen mich als Helden und manche als Kollaborateur. Fest steht nur, dass der Name Wulfgar mittlerweile in aller Munde ist. Und in welchem Licht siehst du dich? Ich bin weder das eine noch das andere. Wäre die Welt ein gerechterer Ort, bräuchte es niemanden wie mich, der die friedliche Ordnung stört. Die stetig wachsende Zahl unserer Anhänger ist Beweis genug. Ob unser Weg uns weiterbringt, weiß ich nicht. Aber es ist ein anderer Weg, als der, den der Fürst beschreitet. Boah, mit dem können wir ja richtig viel reden. Kennst du dich vielleicht besser mit Gravuren und Insignien aus? Ich habe hier auf diesem Messer dieses R und S identifiziert, weiß aber nicht, wofür es steht oder zu wem es gehört. Du kennst die Insel mit ihren Leuten. Ist dir da sowas mal unter die Augen gekommen? Kein Name unserer Schmiede hier beginnt mit einem dieser Buchstaben. Auch habe ich sie weder in der Stadt noch unter meinen Leuten irgendwo gesehen. Bist du sicher, dass da nicht einfach irgendjemand sein Jagdmesser personifiziert hat? Ja, es gibt noch mehr davon. Es sind außerdem Wurfmesser. Wie gesagt, ich kenne es nicht. Und nun entferne dich. Ich habe hier noch zu arbeiten. Oh, ich merke, wie hart du arbeitest, mein Freund. Wohin führt dieser Gang an der Rückseite des Tempels? Sag doch gleich dieser geschlagene Weg in den Fels an der Rückseite des Tempels. Wohin führt er? Ich weiß es nicht. Was erwartest du von mir als Antwort? Ich kann dazu nicht mehr sagen, als dass mir das selbst ein Rätsel ist. Die Magier haben einen Korridor gesprengt und diesen verschollenen Gang entdeckt. Theoretisch sollte man sich irgendwo in den Bergen im Ödland südöstlich der Stadt wiederfinden. Der Teil mit dem südöstlich klingt auch zu wunderbar, als dass es real sein kann. Deshalb auch das Ödland als Dreingabe. Ich hatte gehofft, auf einem solchen Weg die Stadt umgehen zu können, um unbehelligt zur Küste gelangen zu können. Aber so... Das Ödland ist nicht gut erforscht und gefährlich noch dazu. Ja, wir schickten zwei Erkundungstrupps dort hinein. Keiner der Männer kehrte je zurück. Den Zugang haben wir, soweit es notwendig war, verschlossen, um das Böse dort festzuhalten. Kann ich den Gang benutzen? Ich würde gerne mal einen Ausflug ins Ödland unternehmen. Kann ich den Gang dafür benutzen? Willst du dich mir beweisen? Dir einen Namen machen oder was versuchst du damit zu erreichen? Was auch immer davon du finden willst, suche es woanders. Wenn ich mein Leben riskieren will, kann dir das doch egal sein, oder? Wir alle sind hier, weil wir Realisten sind. Wir wissen, wozu wir fähig sind und für welche Sache es wert ist zu leben. Lalvanien oder seine Könige zählen da definitiv nicht dazu. Du willst von dieser Welt ins Leere gehen? Einen freien Mann kann ich nicht davon abhalten. Aber geh allein und sei allein, falls du zurückkehrst. Sag der Wache, sie kann dich jetzt gehen lassen. Oh, nice. Als einer von seinen Leuten sagte sowas wie, nein, du nicht, wir brauchen dich noch hier und so, aber als Soldat ist mir das egal. Worauf willst du eigentlich hinaus? Willst du die Stadt erobern oder wozu ist das alles gut? Erobern impliziert so etwas wie gewaltsam an sich reißen, was kaum Sinn der Sache sein kann. Wir wollen über uns selbst entscheiden und für die arbeiten und leben, die es verdienen. Das lässt der Fürst dir doch nicht zu. Wenn es nach ihm geht, soll jeder für das Wohl von mächtigen Familien auf dem Festland sorgen, die niemand je zu Gesicht bekam.
deren Zorn dir jedoch das Rückgrat bricht, falls du es vorziehst, für dich selbst zu leben. Je mehr Leute das erkennen, desto besser. Dann zerfällt die Stadt von innen heraus, wenn die Königstreuen nicht vorher schon aufgegeben haben. Leider ist der Weg zur Erkenntnis ein langer, sodass Hilfestellungen unabdingbar sind. Was verstehst du unter Hilfe? Weißt du, die meisten Menschen sind von Natur aus ignorant und faul. Da ist es überaus hilfreich, wenn dein geregelter Tagesablauf gestört wird, um seinen Sinn hinterfragen zu können. Anders wirst du ihn nicht überdenken können. Selbst wenn der Fürst morgen beschließt, jede vierte Familie ohne jeglichen Grund öffentlich hinzurichten, würde es niemanden interessieren, solange sie noch ihren gemütlichen Kamin und genug zu beißen haben. Oder besser gesagt, ihre Komfortzone erhalten bleibt. Ist die Ignoranz größer als der Schmerz, muss der Schmerz weiter steigen. Bevor es Menschen selbst nicht so beschissen geht, dass sie vor Wut kotzen würden, lehnen sich nur jene Mutigen auf, die du hier in diesem Tempel siehst. Da dem Fürsten selbst dies zu viel war, werden wir langfristig das zerschlagen müssen, was uns vernichten will. Die Katharsis wird folgen und wir werden befreit. Nimmt ja fast schon spirituelle Züge an. Wie sahen eigentlich die Anfänge des freien Lagers aus? Wann wurde das alles aufgebaut? Wie du dir denken kannst, ist dieses Lager noch nicht sehr alt. Ende 287, Anfang 288 nach Sarantis waren erste Schritte getan. Also noch in diesem Jahr. Es war erst nur eine kleine Gruppe von Menschen, die sich hier um die Magier organisiert und selbstständig gemacht haben. Ja, die Magier interessierten sich nicht erst seit gestern für dieses Gemäuer. Es kam ihnen doch sehr gelegen. Sie hatten noch dazu ein paar Arbeitskräfte, darunter auch Leute, die dem Jagen oder Schmieden nicht fremd waren. Um eine Ausgrabung kann viel drumherum wachsen. Wie bei einem Heerlager. Verbringt die Armee zu lange an einem Ort, entsteht schon bald eine kleine Stadt vor dem Lager. So fing es auch hier an. Nur kleiner. Tja, so kam es dann schließlich, dass diese Pioniere es nach einiger Zeit nicht mehr einsahen, der Stadt weiterhin Tribut zu zollen, da sie sich fernab schützender Mauern keinen Vorteil davon versprachen. Zumal sie ausgezogen sind, um ihre eigenen Herren zu werden. Wie ging es dann weiter? Dem Fürsten gefiel das nicht unbedingt. Er sah alles Land als Eigentum der Stadt und des Königreiches. Also wären Steuern oder Abgaben zu entrichten. Die Magier wollten die Ausgrabung jedoch auch nicht aufgeben, die anderen hingegen auch nicht wegziehen. Das ging dann eine Zeit lang ohne Resultat hin und her. Bis man in der Stadt gesagt hat, dass diese Ausgrabung entweder geschlossen wird oder Abgaben an die Stadt entrichtet werden. Man dachte wohl, dass damit ein Schlussstrich gezogen werden konnte. Aber damit fing es erst an. Die Pioniere ließen die Rekruten und Steuereintreiber einfach abblitzen und diese mussten unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen. Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, gaben dann die Magier den Tempel auf und zogen sich wieder in ihre Akademie zurück. Und hat sich das Lager dann nicht aufgelöst? Nein, das war ein Ansporn. Du kamst in dieser Geschichte noch gar nicht vor. Nur die Ruhe. In der Stadt sprach sich das so allmählich rum, wer diese Leute am alten Tempel sind und was sie verbindet. Es fehlte ihnen nur an Mitteln, Kämpfern und fähigen Leuten. Erstere hatte ich zur Genüge. Und für gute Männer habe ich mal die Ohren offen gehalten. Warum ich das tat, könnte man sich fragen. Warum sollte der engste Vertraute des Fürsten diese Stelle aufgeben und einen solch verrückten Plan unterstützen? Vielleicht wollte ich mir einen Namen machen und der Welt nur meinen Stempel aufdrücken. Vielleicht fürchtete ich mich vor der großen Welt im Schatten Lalvaniens. Vielleicht war es eine Trotzreaktion auf irgendetwas, das sich mir gerade nicht erschließt. Dennoch tat ich es, weil ich es als gerecht sah. Dies sage ich, da ich mir sicher bin, es wieder tun zu wollen. Und all das hat die Stadt geduldet? Nein, überhaupt nicht. In einer Nacht- und Nebelaktion habe ich mit über 30 kampferprobten Männern und ein paar anderen dann die Stadt verlassen und habe Anschläge an jedes Haus anbringen lassen. Niemand hatte wirklich damit gerechnet. Und als in der Stadt der Schockmoment vorüber war und nebenbei noch ein paar Nachzügler eintrafen, waren wir eine Größe, die die Königstreuen nicht mehr unter Kontrolle hatten. Das war während des dritten Mondes 288. Sie glaubten zwar immer, die Situation im Griff zu haben, hatten sie jedoch nicht mehr. Mehr aus Verzweiflung heraus muss dann der Angriffsbefehl gegen den Tempel erteilt worden sein. Wer dafür nun verantwortlich war, ich weiß es nicht. Schließlich war ich nicht mehr in der Stadt.
Und der wurde zurückgeschlagen? Ich weiß nicht mal, ob sie wirklich auf einen vernichtenden Angriff gesetzt haben. Es gab ein paar Tote, hätte aber weit schlimmer kommen können. Nach 2 Stunden traten sie dann zum Rückzug an. Was denn? Die komplette Garnisonsarmee Assuns mit der königlichen Garde wurde in die Flucht geschlagen? Nein, es war eher ein mittelgroßes Scharmützel mit einem kleineren Teil der Armee. Es war noch überschaubar, aber damit wurde definitiv ein Zeichen gesetzt. Nach dieser Machtdemonstration waren die Verhältnisse klar. Die Stadt hat dann weitere militärische Maßnahmen bis heute unterlassen. Aber es ist noch nicht vorbei. Das sollte klar sein. Seitdem versucht jede Seite, die andere vor allem wirtschaftlich zugrunde zu richten. Langfristig mag das Früchte tragen. Einige gewiefte Händler halten sich natürlich nicht an die Handelssperre mit der Stadt. Bis dahin bauen wir uns weiter aus und machen das Beste aus der Situation. Die Magier sind inzwischen auch wieder im Tempel. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass sie uns inzwischen dafür bezahlen, hier zu arbeiten. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Momentan sieht es gar nicht schlecht aus. Dieser Ort muss sich doch sehr verändert haben. Wie sah es hier früher aus? Trostlos, das kann ich dir sagen. Die Magier waren schon eine Zeit lang hier, aber niemand konnte den Willen aufbringen, diesen Ort bewohnbar zu machen. Was sicherlich auch darin begründet lag, dass es als deren Ausgrabung angesehen wurde. Wie auch immer, als sie dann abgezogen sind, war das mir und vielen anderen egal und haben im Tempel ordentlich aufgeräumt. Und Einrichtungsgegenstände mit allem, was dazugehört, beschafft. Ja, das auch. Über die Zeit kam vieles zusammen. Jetzt bin ich damit recht zufrieden. Man sieht es ihm fast nicht mehr an, dass der Tempel von Orks errichtet wurde. Jetzt wird er zum Symbol des Widerstandes. Du hast dich also mal ein bisschen mit dem alten Wolfgar unterhalten. Ja, wieso? Ist das verboten? Nein, es ist nur ungewöhnlich, ihn ohne wirkliches Anliegen einfach aufzusuchen und dann auch noch Forderungen zu stellen. Wolfgar kann viele Rollen zwischen einem umsichtigen Menschen und einem aggressiven Usurpator einnehmen, wie seine Stimmung eben einmal ist. Soll das heißen, dass man sich vor ihm fürchten muss? Nein, man sollte nur bedenken, ihn nicht unnötig mit irgendwas zu provozieren. Das könnte Früchte tragen, die manche nicht gern ernten wollen würden, anderen aber umso besser schmecken, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast mich zwar angesprochen, aber hast mich nicht wissen lassen, mit wem ich es gerade zu tun habe. Ajax, ich führe und trainiere diese Berserker-Truppe. Sieht Wolfgar in dir deswegen sowas wie seinen Leibwächter? Oder weswegen liegen deine Blicke so auf mir? In diesem Tempel braucht er keinen Schutz. Ansonsten umgibt er sich doch stets mit Menschen, die ihm und unserer Idee nahestehen. Und sonst? Was sind hier deine Aufgaben? Wie schon gesagt, bin ich derjenige, der diese kampferprobte Truppe an Berserkern irgendwie zusammenhält. Wenn du mit einigen mal gesprochen haben solltest, wirst du verstehen, dass das nicht immer einfach ist. Kannst du mich auch unterweisen? Ich unterstütze nur die Anhänger unserer Sache. Ich habe gehört, dass du ein ganz brauchbarer Schwertkämpfer bist. Machst du Witze? Ein brauchbarer Schwertkämpfer. Hab ich was Falsches gesagt? Ich trainiere Wolfgars Berserker. Mehr brauche ich dir dazu wohl nicht zu sagen. Hä? Orks! Da sind Orks! Was erzählst du da? Ich habe gerade 2 Orkspäher vor dem Eingang zum Ödland entdeckt. Sie sind gerade angekommen und scheinen erstmal eine Pause zu machen. Haben sie dich gesehen? Hast du eine Nachhut beobachten können? Nein, ich hatte mich versteckt. Eine Nachhut gab es nicht. Aber es waren definitiv Späher, die wahrscheinlich als nächstes in den Tempel wollen. Okay, dann werde ich ein paar Männer schicken, um sie schnell und sauber auszuschalten. Sie dürfen nicht fliehen. Ich könnte mich um dieses Problem kümmern. Du alleine willst 2 Orkspähern gegenübertreten? Nun denn, wenn du so viel Vertrauen in deine Fähigkeiten hast, kannst du es versuchen. Einen einzelnen Mann würden sie sowieso eher für Zufall halten. Das würde sie nicht alarmieren. Du darfst es versuchen. Aber wenn du nicht schnell genug bist, dann werden meine Männer die Späher ausschalten. Ich suche dann schon mal Männer für den Angriffstrupp zusammen. Nur noch eine Frage, wenn es genehm ist. Ja? Warum hast du mir das alles erzählt, wo ich doch nicht zum Lager gehöre? Du meinst, es war ein Fehler? Ich kann dir versichern, dass das alles keine Geheimnisse sind. Jeder in der Stadt und inzwischen auch in der Akademie sollte mitbekommen haben, was wir hier tun. Außerdem kannst du dem Lager nicht abgeneigt sein, wo du lebend an Borin vorbeigekommen bist.
Ich sollte mich also eher fragen, wer du überhaupt bist. Aber diese Antwort wird noch aufgeschoben. Du darfst gehen. Okay. Hier ist ziemlich viel passiert. Und ich muss sagen, ich finde Wolfgang und sein Lager an sich sehr sympathisch. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sollten uns um die Augsberg kümmern. Das machen wir aber im nächsten Part, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken und haut rein. Tschüss.